Es kann eigentlich nicht sein, dass jemand, der etwas ans Licht bringt, von dem große Teile der deutschen Bevölkerung zum Beispiel ja der Meinung sind, dass es wirklich wichtig war. Was die jetzt noch draus machen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, wir haben Konsens hier, und zwar einen großen Konsens, dass das eine wichtige Publikation war und dass da was ans Licht gebracht wurde, was so nicht in Ordnung ist. Dass wir aber trotz dieses Konsens keinerlei Möglichkeit haben, ihn jetzt hier bei uns aufzunehmen oder das unserer Politik gegenüber durchzusetzen, das ist das, was mich eigentlich so traurig stimmt und wo ich denke, dass das ist was, worüber wir nachdenken müssen. Ich hätte jetzt mehr Angst gehabt zum Beispiel vor Scientology als vor einer Schweizer Bank. Ja, da weiß man, dass die Leute unter Druck setzen, dass sie nicht so zimperlich sind oder vielleicht, dass ein paar Rechtsradikale bei mir zu Hause vorbeikommen und mir aufs Maul hauen oder so. Ja, also das wäre so ein, wäre viel greifbarer für mich gewesen. Ja, aber es ist wichtig, glaube ich, dass man sich dieser Angst oder dieser hypothetischen Möglichkeit nicht zu sehr, der nicht nachgibt, sondern einfach realistisch ist, ja, eine Risikoanalyse für sich selbst macht, sich sehr bewusst darüber ist, über welche Medien man wie kommunizieren kann, welche Vor- oder Nachteile das mit sich bringt. Und wenn man das auf dieser Ebene macht, dann kann man, glaube ich, mit diesem hypothetischen Risiko ganz gut umgehen. Und die Zeit, wo jetzt ein schwarzer Van draußen vorfährt und mich einfach mitnimmt und ich auf Nimmerwiedersehen aus Deutschland verschwinde, diese Zeiten sind halt, glaube ich, auch vorbei.